So, mal rein Interesse halber. Geheime Orte, Assassinen rekrutieren, Meister-Assassinen-Mission, Fraktionshauptquartier, Büchersuche haben wir auch komplett. Piri-Reis-Mission haben wir auch. Herausforderungen, ja, ist ja die Sache. Aussichtspunkt, was ist das hier? Die Schätze an geheimen Orten. Ah, fehlen natürlich genau die, die wir bei den Zeitdruckmissionen holen mussten. Die holen wir aber dann später. Ich gehe jetzt wirklich nach nach Sophia. Kisten sammeln, das ist typische Tätigkeit für nach der Haupthandlung. Also das mache ich jetzt aber auf keinen Fall. Mein Ziel ist es zwar wirklich, hier die Platin-Trophäe zu bekommen, sprich im Nachhinein alle Erfolge zu erringen hier bei Assassin's Creed Revelations. Aber wenn wir jetzt wirklich auch diese Herausforderung machen müssen, die werde ich dann, wenn überhaupt, aber ohne euch machen. Also jetzt hier großartig rumlaufen und 30 Roma anheuern, ist, denke ich mal, jetzt nicht so spektakulär, dass man es das zeigen müsste. Hauptsequenzen auf 100% Spiel finde ich klar, gehört dazu, das habe ich mir als Ziel gesetzt, aber so Sammelfähigkeiten oder Sammelaktivitäten, die machen wir nicht. Aber gut, wir gehen zu Sophia. Ach, du Denn Schreck. Ahmed hat uns Nicht definitiv schlecht. gedroht, ihr weh zu tun. Entdeckung. Prinz Ahmed hat gedroht, Sophia etwas anzutun. Finden und beschützen Sie sie. Wenn angegriffen, 5 Wachen im Nahkampf eliminieren, ohne getroffen zu werden. Wenn angegriffen? Was ist das für eine Aussage? Und wir sehen tote Templer. Ihr habt euch die Ruhe verdient, Bruder. Requiescat in pace. Brüder! Schwestern! Die ganze Stadt lehnt sich gegen uns auf, während Yusufs Mörder vom Arsenal aus zuschaut und lacht. Kämpft mit mir! Und zeigt ihm, was passiert, wenn man die Wege der Assassinen kreuzt. Oh ja. Ja, diese heldenhafte Ansprache überschattet jetzt leider etwas die Trauer vom Mord an Yusuf. Ahmed finden und eliminieren. Habe ich den nicht schon mal gesehen? 2. 3. 4. Wie unfair, ich wollte einen Fünfer haben. Boah, was ist denn hier los, Leute? Sieht euch das mal an hier. Das war auch kein Fünfer. Okay, Leute. Wir müssen irgendwie einen Fünferkill schaffen. Wäre das gerade schon die Möglichkeit gewesen? Ich weiß es nicht.
Ja, ich habe jetzt keinen 5er-Kill bekommen. Ist das doof? Müssen wir es schaffen? Ob noch ein großer Kampf? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich bin gerade unsicher. Es kommt schon noch ein Kampf. Ich glaube nicht, dass das gewesen ist. Den Fluchtweg abschneiden! Da, da! Jetzt! Pack ihn! Ja, gut so, immer drauf! Verdammt, ich hab damit nichts zu tun! Da! Da! Finden ihn! Ha, da! Hinterher! Die beiden Assassinen nerven, ne? Die töten alle. Endlich mein neues Schwert von dem Italiener am Turm aufgeführt. Los! So will ich nicht enden. Mann, können die Assassinen mal aufhören? Ohne Spaß. Boah, ich geb mir so auf die Nerven, ne? Ohne Spaß, hört auf damit. Boah, ist das nervig. Alter Schwede, springt da nicht alle an. Hast du gesehen, was der Doktor verkauft hat? Warum kommen hier immer die Verrückten und die Hausierer an? Boah, ohne Spaß, ihr seid so behindert, ne? Alter Schwede, haut doch mal ab, ihr beiden. Boah, die machen einfach... Ich warte nur darauf, endlich mein neues Schwert von dem... Waren das keine 5? Okay, das waren 5. Boah, ich hasse die Assassinen. Lass mich in Ruhe. Boah, Mensch, wie die immer die Gegner anspringen müssen, ne? Meine Güte. Okay, Ahmed finden und töten. Deine Zeit ist gekommen, Assassine. Du versuchst dich an. Aber du verstehst die Steine nicht. Wo ist sie? Diese Wut. Wo ist sie? Falls ihr denkt, ihr könntet verhandeln, dann tötet mich und zwar schnell. Schade, dass es so weit kommen musste. Zwei Männer, die Freunde sein sollten, streiten um die Schlüssel zu einer Bibliothek. Wir haben beide dasselbe Ziel, Ezio. Nur andere Methoden. Erkennt ihr das nicht? Frieden, Stabilität und eine Welt, in der die Menschen ohne Furcht leben. Menschen suchen Wahrheit, ja. Doch auch wenn sie sie haben, erkennen sie sie nicht. Wie bekämpfen wir derlei Ignoranz? Freiheit mag chaotisch sein, Ahmed. Aber sie ist unbezahlbar. Natürlich. Und wenn alles zerbricht und das Licht der Zivilisation verblasst wird, Ezio Auditore sich aus dem Dunkel erheben und stolz verkünden, ich blieb meinem Credo treu. Ich öffne diese Bibliothek. Und finde den großen Tempel. Und mit der dort versteckten Macht werde ich den Aberglauben zerschmettern, der die Menschen trennt. Nicht in diesem Leben, Ahmed. Bringt die Siegel zum Galataturm, wenn ihr soweit seid. Tut dies und Sophia wird verschont. Die Armee meines Bruders wird bald hier sein, Ezio. Und danach ändert sich alles. Wie lange seid ihr schon hier? Lange genug. Ich ließ Ahmed seit seiner Rückkehr verfolgen. Doch ich rechnete nicht mit so etwas. Und was denkt ihr jetzt? Er ist ein ehrlicher Mann. Doch seine Templerfantasien sind sehr gefährlich. Sie halten der Wirklichkeit nicht stand.
Die Welt ist ein Flickenteppich aus vielen Farben und Mustern. Ein gerechter Führer sollte das feiern und nicht dagegen vorgehen. Er fürchtet die Unordnung, die aus Unterschieden entsteht. Deshalb schaffen wir Gesetze für alle. Ein Kanon, der für alle gleichbindend ist. Cesarem, zurück! Halt, Soldat! Dieser Mann ist nicht unser Feind. Es wäre eine Herausforderung, einen Sohn wie euch zu haben. Ihr seid noch nicht tot, alter Freund. Ezio, verschont meinen Onkel, wenn ihr könnt. Würde euer Vater? Nein. Das Spiel ist schon toll, oder? Naja. Oh, seht mal hier, wo kommen die ganzen Leichen her? War ich nicht. Ja. Süleyman. 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 Ihr habt gehört, was Ahmed gesagt hat. Wir sollen die Siegel, die Schlüssel zum Galataturm bringen. Lustig, oder? Da, wo das Spiel beinahe sozusagen angefangen hat. Dort soll sich jetzt also das Schicksal Sophias, der Schlüssel, der Bibliothek von allem entscheiden. Und vor allen Dingen, was ich sehr lustig finde, die Annahme von Ahmed, dass der Schlüssel oder... Ja, dass die Bibliothek, der Weg oder keine Ahnung, was der da meint, ich hab keine Ahnung, irgendwie zum großen Tempel führt mit irgendeiner starken Waffe da drin. Das ist ja seine Annahme, die ja wirklich keine Ahnung, woher der die hat. Naja, auf jeden Fall ist das ja seine Meinung. Ach, wir haben eine Motor freigeschaltet. Lasst mich raten, Desmond. Ist ja immer so. Ja. Klar will ich als Desmond durch Konstantinopel laufen. 1512. Mit einem coolen Rucksack auf dem Rücken. Nee, danke. Hey, die Hagia Sophia! Oh, ich dachte schon. Boah. Oh, Mensch. Ihr seid leise. Sag ich ja, 2 von 2 beendet. Hab ich gerade nicht gelesen, was da stand. Also nochmal hier die Hagia Sophia. Wer wusste denn? Jetzt sehen wir sie gar nicht mehr. Ich hab schon längst vorbeigelaufen. Ah, hier ist er ja. Okay, auf nach Galata. Ja, wobei, wir können sogar zum Unterschlupf gehen. Ah, Menü, Mann. Menü, Menü, Menü. Hier! Was? Ach, okay, wir nehmen die Schlüssel. Sammeln Sie die Masyaf-Schlüssel für den Austausch ein und bringen Sie sie zu Ahmed, um Sophia zu retten. Sophia retten, bevor sie die Hälfte ihrer Gesundheit verliert. Haben wir eine Wahl? Ja, sie sterben lassen. Die Assassinenbrüder finden, um sich beim Austausch von diesen beschützen zu lassen. Ja, so nah vor der Bibliothek von Altair. Und dennoch so fern.
Und dann aber in Galata. Ich weiß ja nicht, warum er ausgerechnet diesen Ort gewählt hat. Brüder. Mentor. Jetzt sollte die Zeit sein, sich zu erinnern und zu trauern. Ich weiß. Doch unsere Feinde erlauben uns diesen Luxus nicht. Yusuf hielt sehr viel von euch, Assassine. Und ich habe keinen Grund, sein Urteil anzuzweifeln. Werdet ihr die Kraft finden, diese Männer und Frauen zu führen und dabei die Würde des Ordens zu bewahren, so wie Yusuf es mit Leidenschaft tat? Es wäre mir eine Ehre. Bene, ich bin froh. Unser Feind ist nah. Nehmt die Position um den Turm ein. Dann wartet auf mein Kommando. Ja, ein neuer Anführer für Konstantinie. Mit Achmed treffen und den Tausch durchführen. Heilungsdienste, kommt und gesund. Oben auf der Mauer. Oh, Ezio macht keine Rolle. Auf der Mauer? Was ist das denn? Okay. Wo ist sie? Ich bewundere euch, Ezio. Aber euer Blutdurst macht es schwer, euch Freund zu heißen. Blutdurst? Ein befremdlicher Vorwurf von dem Mann, der seinen eigenen Neffen angreifen ließ. Er sollte entführt werden, Ezio. Nicht getötet. Ah ja. Entführt von den Byzantinern, damit sein Onkel ihn retten und als Held dastehen kann. Mehr oder weniger. Jetzt die Schlüssel. Erst das Mädchen. Sie gehört euch. Sophia! Zieht eure Männer zurück. Sie gehört euch. Nein! Ja. Das waren die Schlüssel. Schnell, Ezio! Gibt's denn innen kein Treppenhaus? So. So, und ab da oben. Schnell, Ezio! Wow, alter Schwede! Schnell! Mach die doch ab, ihr Idioten! Ihr seid nicht verantwortlich für die Taten anderer Männer. All dies wird bald vorbei sein, aber ich muss zurückholen, was sie mir nahmen. Ich verstehe nicht, was hier passiert, Ezio. Wer sind diese Männer? Rennt! Oh Mann, stimmt ja! Das kommt ja auch noch. Oh Gott. Okay. Energie sammeln.
Ende der Straße. Ahmed verlässt die Stadt mit den 5 Masyaf-Schlüsseln. Fangen Sie ihn, bevor er entkommt. 20 Wachen, Elim. Geschafft! Durchhalten! Gut, gut. Ihr kommt, um mich zu verabschieden. Weg mit dir! Oh nein! Ah, oh, verdammte Hacke. Entschuldigung. Oh. Oh. Schön. Halt stark. Halte durch, Sophia. Passt auf. Ezio. Ja. Verletzt, Sophia? Ich glaube nicht. Bleib stark. Werfen. Was werfe ich denn? Wow. Das ist doch werfen, Alter. Schwede. Das ist schön, Sophia. Weg mit dir! Boah! Ezio! Hat den nächsten damit abgeworfen. Das gesehen? Okay. Ach so, wir werfen einen auf den nächsten! Kavum! Oh, daneben, schade. Ezio hat's drauf, ey. Nein! Wow! Wow! Nein! Oh, Sophia, was machst du denn? Nee! Sophia, ihr müsst aufpassen. Ja, wirklich! Ja, dann mach es doch! Ich hänge hier wortwörtlich am seidenen Faden! Werfen klappt nicht so richtig. So, jetzt aber! Zack! Ah, weg ist er! Na kommt, gib mir mehr! Ezio, die macht einen guten Job, ja, sag mal nix. Autsch, autsch. Boah, Sophia, du fährst aber zickzack hier. Wow. Sophia, hör mal, musst du die engsten Straßen aussuchen? Ohne Spaß. Wow. Fahr doch aus der Stadt raus! Boah!
So, noch jemand? Kommt nur her. Ich mach doch schon. Oh Mann. Ezio, seht! Du warst lange genug ein Dorn in meinem Fleisch. Ezio, mir geht's gut. Wow! Au! Hier! Hier! Oh! Ah! Hier! Was nun, Ezio? Wie wird das enden? Diese Frage stelle ich mir auch. Halt! Soldaten! Selim ist nicht euer Meister! Ihr dient dem Sultan! Ihr untersteht nur seinem Befehl! Wo ist er? Wo ist unser Sultan? Er steht vor dir, Bruder. Vater hat sich entschieden. Selim? Halt! Bitte! So, ihr seid der Assassine. Ezio Auditore. Ich bin Selim, Sülemans Vater. Er spricht sehr gut über euch. Er ist ein bemerkenswerter Junge mit einem wachen Verstand. Hätte er nicht für euch gesprochen, hätte ich euch stehenden Fußes töten lassen. Verlasst diesen Ort und kommt nicht zurück. Ihr habt das Richtige getan, Ezio. Das ist nicht euer Kampf. Doch wo endet der eine? Wo fängt der nächste an? Haben wir 100% erreicht? Haben wir 20 Leute getötet? Ich habe keine Ahnung. Prioritäten. Ja, ich glaube nicht, oder? Ich habe keine Ahnung. Ja, wenn nicht, ich wollte jetzt aber hier nicht neu starten, ne? Wäre jetzt auch doof gewesen. Wenn nicht, dann spiele ich das nochmal neu und töte 20 Leute. Wobei, viel besser ging's ja. Gut, dich zu sehen. Hör mal, hier wartet ein Zollbeamter, der mit allen sprechen will. Ich hoffe, du hast was für uns. Natürlich. Reisepässe und Papiere für alle. Ah, brillant. Also ich bin jetzt Neurochirurg. Na fein. Ihr seid ein Ärzteteam von SUNY Upstate und kommt gerade mit eurem Patienten aus Rom zurück. Experimentelle Gentherapie. Gute Arbeit. Bringen wir es hinter uns. Warte, hey, das ist verrückt. Was denn?
Ich weiß nicht, aber Desmonds Hirn flackert wie eine matte Ladykracher. Hier kommt es. Was ist das? Was geht hier vor? Das ist das Ende, Desmond. Wir werden gelöscht. Was machst du denn? Ein Mensch ist nur die Summe seiner Erinnerungen. Wir sind die Geschichten, die wir leben, die wir uns selbst erzählen. Tu das nicht. Ich rette dich, du Idiot. Geh! Ich schreibe diese Zeilen mit fester Hand und erleichtertem Herzen. Wir sind nun in Akkon, Sophia und ich. Mit 5 Masyaf-Schlüsseln in unserem Besitz und aller Zeit der Welt. Sophia ist eine weitgereiste Frau und eine angenehme Begleiterin, so weit weg von daheim. Morgen werden wir nach Masyaf aufbrechen und, dort angekommen, Altair's Bibliothek betreten, um Vaters unerfüllten Traum zu verwirklichen. Verzeih, dass ich mich so kurz fasse, liebste Schwester. Doch es ist spät und wir sind müde. Mit etwas Glück kann ich dir meine nächste Nachricht schon wieder persönlich überbringen. Con affetto, Ezio. Wir machen uns also auf nach Masyaf. Sequenz 9. Offenbarungen. Eine Heimkehr. Ezio und Sophia sind nach mehrwöchiger Reise in Masyaf eingetroffen. Es ist Zeit, die Bibliothek zu öffnen. Kommt, Beeilung! Dieser Anstieg. Ja. Und was für ein Anstieg, den wir es erst beim nächsten Mal zu Ende ansehen werden. Der Weg führt zur Bibliothek. Ihr seht es oben rechts auf dem Bild. Das Tor, das verschlossen war, kann nun mit den Schlüsseln geöffnet werden. Aber erst beim nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Freue mich, wenn es weitergeht mit Assassin's Creed Revelations. Bis zum nächsten Mal. Willkommen in Konstantinie, Ezio. Kämpft mit mir und zeigt ihm, was passiert, wenn man die Wege der Assassinen kreuzt.